Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind gerade dabei, uns aus diesem Hotel wieder herauszukämpfen. Es mit Schleichen. Entkommen, verstanden? Mit Schleichen lief mal wieder nicht so gut, aber ey. Oh oh. Hier irgendwas, was ich hacken kann? Was ist das? Kaffeemaschine, da hätte man ablenken können, aber jetzt ist es zu spät. Oh oh, nachladen. Den haben wir platt, das ist doch schon mal gut. So will ich das sehen! So will ich das sehen, ihr auch. Oh. Das mit dem Dashen ist manchmal ein bisschen. Ich dashe manchmal aus Versehen, obwohl ich das gar nicht will. Den haben wir platt. Verdammter Terrorist! Ich bin kein Terrorist. Ich hab mir lediglich so einen Chip geklaut. Na komm her! Sag dein schönes Köpfchen. Oh oh. Oh oh. Oh, was ist denn das für eine Knarre, Alter? Na los, komm! Die hat, ich sag mal, Durchschlagskraft, ja? So, nehmen wir mit. Da klippen wieder Dinge weg. Ich dashe mal wieder ungewollt. Also zweimal die Richtungstaste zu drücken, um zu dashen, passiert bei mir halt beim normalen Laufen öfter mal. Auch wenn ich dann schleiche, du bist am Ducken und schleichst und plötzlich machst du nämlich den hier. Obwohl du das gar nicht wolltest. Das ist echt ein bisschen gar nicht mal so geil. Aber gut. Achtung. Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. So, es geht weiter. Vorsichtig, in aller Ruhe. Schläft nicht. Okay, Jackie, ganz entspannt. Guck mal, er ist da so rübergelupft. Kann ich das auch? Nö. Oh oh. Los! Oh oh. Dich sehen. Ja. Oh, und da habe ich mich wieder aus Versehen weggedasht. Was ist denn das? Was macht das hier? Ich verbinde mich jetzt einfach mal damit, um zu gucken, was passiert. So. Data Mining 1C. Und dann E9. Oh, cool. Terminal verlassen. Ich habe ein bisschen gedatamined. Achtung! Deckung! Im Konflikt Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Scheiße, bitte ey. Bleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Ich sehe ihn nicht. Oh, wir müssen mal ein bisschen weiter vor. Oh. Ihn in den Arsch auf! Okay, den einen haben wir schon mal platt gemacht. Hast Ihnen keine Chance! Hi! Alter, was ist das für eine Knarre, Mann? Scheiße! Okay, wir arbeiten uns mal vorsichtig weiter vor. Da hinten ist der nächste. Da gilt es einfach genau zu zielen. Ah! Okay. Oh Mann, Alter. Penner. Und das hast du schön gesagt. Ihr müsst aber sehen, ich war stets bemüht und wollte schon. Das ist irgendwie schwebendes Glas. Ja, guck mal, man kann sich auch einfach reinschießen. Also ich war schon bestrebt, kurz zu schleichen, aber es hat halt nicht lange funktioniert. Mal wieder nicht. Okay. Wir müssen hier lang. Wir sollten uns hier auch nicht zu lange aufhalten. Einfach abhauen, Mann, ohne Spaß. Möglichst schnell raus hier und weg. Manchmal muss ich echt sagen, das Aufsammeln von Dingen, wenn so eine Leiche darauf liegt, ist teilweise richtig nervig. Weil du an den Kram nicht rankommst. Weil, auch jetzt hier so, ne? Du stehst direkt davor, rafft er wieder nicht. Also, da ist noch ein bisschen Feintuning zu machen. Zumindest am PC. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen geht. Madre, dir geht nicht. Was ist mit dem anderen?
Schauen wir mal, ob der besser geht. Warte. Scheiße, jetzt müssen wir da wieder ganz durch, oder was? Oh. Was zum Hacken? Nein. Oh, holy fuck. Jemand Deckung. So will ich das sehen. Ja, Jackie, wir schaffen das. Komm, scheiß drauf. Oh. Oh, ein bisschen in Deckung gehen. Na komm, zeig dein Köpfchen. Sehr gut. Weiß ich nicht, Schleichen wäre cooler gewesen. Das wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten entspannter gewesen, aber du. Holy shit, was sind denn das für Leute? Der sieht aber schon echt sehr stabil aus, ne? Also jetzt mal ohne Spaß. Zugriff gewährt. Okay. Dürfen wir mal gucken, ob wir jetzt rauskommen. Eben noch Zeug looten. So, Aufzug. Oh, der geht. Jackie, der geht. Komm rein. Schnell. Ich hab hier Zugriff. Auf geht's. Auf in die Lobby. Okay, ich hoffe mal. Ja, was du sagst denn? Es. Tempo Arasaka. 150 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ja. Scheiß Komödie, oder? Ein bisschen schon, Alter. Spar, findest du das witzig? Findest du das hier lustig? Ja. Schon. Ich auch. Deine Leber ist vielleicht hin. Frage der Zeit. Die wird schon. Ach, chill, wir überleben das. Weil du es sagst. Wieso? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht an mir aus. Kannst warum nicht ändern? Okay, erfüllen wir mal. Oh, speichern ist jetzt ja nicht möglich. Oh, wir sind in einem Kampf. Scheiße. Oh, ich höre die Leute auch schon schreien. Okay, warte, wir gucken erstmal. Wie sieht's denn waffenmäßig aus? Habe ich vielleicht noch was Besseres eingesammelt? Guck mal hier, wir haben eine Schrotflinte. Aber wir sind ja hier momentan mehr auf Distanz unterwegs. Guck mal, das Ding hat 104. Dann ist das doch schon mal schön. Okay. Fuck, man. Können wir irgendwas machen? Nee. Position ist scheiße. Oh, hier. Keine Sorge, ich kümmere mich um die Kameras. Da ist sein Köpfchen. Da ist sein Köpfchen. Oh, Granate! Oh, warum gehst du jetzt direkt aus der Deckung raus, Junge? Bist du bescheuert? Okay. Den einen haben wir. Einheiten am Boden! Das ist eine gute Position hier. So, wir können mal mit mal eine Granate werfen. Ich als Granatenfreund, wisst ihr ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, meine Munition ist alle. Jetzt muss ich die Superknarre wieder richten. Okay. Ich will nur noch, dass es endet. Wir müssen hier nur noch raus. Okay, wir gehen mal ein bisschen. Ja, wir sind zu weit weg. Das geht mit dem Ding einfach nicht gut. Kann ich hier irgendwas machen? Warte mal, vielleicht geht hier mit irgendwas. Verlinken. Vielleicht können wir irgendwas tun, wenn wir das verlinken. Extrahiert eine kleine Anzahl Euro-Dollar. Achso, ich dachte, es wird uns im Kampf irgendwie schützen.
So, 55, dann 2x E9 bräuchten wir jetzt. 1C, dann hätten wir da E9. Oh, das hat ja komplett nicht funktioniert. Okay, Ah, das wird schon. Bin einer mal weg. Einfach grob ins Gebüsch schießen und hoffen, dass es passt. Oh fuck! Bin ich sowieso schon völlig am Arsch. Klingt ernsthaft, was sollen wir denn dagegen machen? Nicht genügend Speicherkapazität. Oh, what the fuck? Den kriegen wir noch nicht kaputt. Keine Chance, Alter. Den kriegen wir nicht kaputt. Der ist viel zu, der ist zu heftig. Okay. Wir müssen versuchen, da irgendwie vorbeizukommen an dem Jungen. Okay, wir rennen einfach mal, würde ich sagen, oder? Kann ich speichern? Nee, ne? Das schaffen wir nie im Leben, Digga. Einfach rennen. Lass uns einfach rennen. Gegen den brauchen wir nicht kämpfen. Ruf den Aufzug, ruf den Aufzug. Rein hier, los. Komm, komm, komm. Lauf. Wie wär's, wenn du mal kommst, Digga? Ein bisschen schneller. Los. Komm. Lass ihn hier nicht abschießen. Jackie, wir müssen los. Oh, fuck off, Alter. Ich hab einen Leck. Auf der Stelle, Jackie. Oh, Kacke. Okay, wir können nicht speichern. Wir müssen nur... Irgendwas zum Hacken hier. Okay, auf geht's. Scheiße. Okay, den haben wir weg. Oh oh. Soldat am Boden! Ich treffe die ja meiner Meinung nach ganz gut. Ich glaube, die Waffe hat einfach nicht so eine weite Reichweite. So einsteigen. Nein, los, 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 los. Willkommen zurück. Mit Della Main vergessen Sie das. Mach dich! Scheiße! Nicht schlecht. Okay. Kundenfeedback registriert. Ja. Wie sieht unser Auto aus? Geil. Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So ein Della Main! Aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade voraus. Ich bitte Sie, freundlich sich festzuhalten. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Gib dir nicht einfach auf! Auf? Oh, fuck, Alter! Wir haben ihn fast. Oh, oh, es ist weg. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Es kommt bestimmt gleich wieder. Da. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Rein in die Karre. Gute Arbeit. Hell. Jackie, wir haben es geschafft. Scheiße, Jackie. Wir haben es geschafft. Irgendwie.
haben wir wohl? Ich bin noch nicht ganz so sicher. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Dann beeil dich. Drück drauf! Ich tu, was ich kann. Du musst durchhalten, Jackie. Verstehst du? Komm, Jackie, bitte. Ich schlage vor, dass sie Mr. Wells wach halten. Okay, ab jetzt machen wir nur noch die besten Jobs. Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Wirklich? Hörst du, Jack? Du bist reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jackie, wir werden reich. Du und ich. Der Biochip. Nimm du ihn. Für mich. Jackie, jetzt komm schon, tu mir das nicht an. Bleib wach. Oh nein. Nein. Vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig zu einem Ripper-Doc. Wells ist verstorben. Oh. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Bring ihn nach Hause. Zu seiner Familie. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells. Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Schulter berühren, wir sehen uns in der Oberliga. Ach, Jackie. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Das ist jetzt echt ein bisschen sad, Mann. Tschüss, Jack. Leb wohl. Rest in peace, alter Kumpel. Alter, was nen Ritt, ey. Aber war echt ein gutes Taxi, das muss man ihnen lassen. Der Service hat auf jeden Fall gezählt. Gestimmt. Dann mal los. Ah, ich bin über... Kann das sein, dass ich zu viel... Ah, ich trage zu viel. Ich frage mich, wie bin ich denn so langsam? Inventar, Waffen. Fallen lassen. Boink. Geht's wieder? Ah, eine lassen wir noch fallen. Zack. Nun sind wir nicht mehr überladen. Und können auch wieder normal schnell laufen. Du hast zu viel dabei. Entferne überflüssige Items aus dem Inventar. Ah, da steht's auch schon. Puh. Ich muss es jetzt erstmal sacken lassen. Wir haben gerade unseren ersten und wirklich coolen Kumpel verloren. Und das auf eine sehr zette Art und Weise. Hat sich so sehr gewünscht. Moin. Hast du einen Hirnschaden? Halt die Fresse, Mann. So. Notel Motel. Bist du für einer? Stehst du hier rum? Wir haben Jackie verloren. Gesetz zur Ausrottung der Vogelpopulation. What? Das muss ich jetzt lesen. Bin Fan von Vögeln. Das GAF wurde am 4. Mai 2061 vom Stadtrat von Night City verabschiedet. Der Zweck, angesichts immer häufiger und verheerenderer auftretender Seuchenausbrüche, hat der Stadtrat beschlossen, dass die effizienteste Methode zur Risikominderung von Neuinfektionen der Bevölkerung die Ausrottung sämtlicher Vogelpopulationen in einem Radius von 18 Meilen der Stadtgrenze ist. Siehe Abbildung 1. Der Ausrettungsprozess beginnt am 7. Mai 2063, sobald die Ausschreibung und Auswahl der Vertragspartner abgeschlossen ist. Siehe Anhang 2. Die haben bestimmt alle Vögel abgeknallt, oder was? Bin ich zu fassen. Ja, Hahn, ist okay. Ich muss es jetzt erstmal verarbeiten. Mein lieber Sky High. Meine Lieben,
Es war echt jetzt gerade sehr traurig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.